Servus, Christian, und herzlich willkommen im Sky Factory 3 mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, ja, was hier so abgeht, und geht einiges. ja, ich habe da oben schon mal die Kugel gebaut, allerdings nur die Kugel, sonst ist noch nichts. Und dann habe ich mich ein bisschen um meine Speicherprobleme gekümmert auf den Platten, aber nur ein bisschen erstmal. Ich habe nämlich hier so Storage-Blöcke hingebaut, wo dann so Sachen reinkommen wie die Eier, erstmal alle Eier und so, und die Steine, natürlich sind hier noch keine Steine drin, und alle mit Void Access. Ne, das heißt, alles was mehr wird als 64k wird einfach mal gnadenlos vernichtet. Genau, weil mir ist nämlich immer wieder mal hier, wenn es alles überläuft, dann läuft es erst noch da oben, erstmal da oben in die große Kiste, und dann läuft die irgendwann auch voll und dann ist alles wieder doof und dann kannst du wieder nichts mehr tun. Und deswegen, ja, Speicher, genau. Darum habe ich mir hier auch schon einen Disk-Manipulator gebastelt. Ist eigentlich easy. Einfach hier zwei Storage-Häuser, ein Meshing-Casing und die zwei Cores, und gut ist. Und damit machen wir jetzt mal unsere Platten leer, all dieweil das hier schon langsam alles ganz schön lästig ist. Den stellen wir mal dahin. Sehen wir gleich, dass es was Besonderes ist. Und dann haben wir hier eine Out. Ich habe noch eine leere da drinnen gehabt, die habe ich mal schnell geklaut. So, und jetzt nehmen wir mal die hier raus und stopfen die da rein. Siehst, und deshalb passiert hier irgendwas. Ich glaube, es gehen die Steine weg. Das könnte man natürlich jetzt mit der auch machen. Jetzt warten wir lieber mal. Wir machen immer nur mit einer. Da geht ja gar nichts drauf. Schau dir das an. Langsam ist er. Speed-Upgrades könnte er brauchen. Achso, diese Kraft da. Moment. Ich klau mir mal schnell die aus dem Solderer hier. Die brauchen wir gerade nicht. So. Na, schon ganz was anders. Das weiß ich nicht, ob das Sinn machen würde, wenn man hier so ein Speed... ein Dings reintun, ich glaube nicht, wie heißt das denn? Upgrade den, nein, nicht den Crafting, den Speed, ach, da habe ich auch noch Speed drin, so ein Stack Upgrade. Warum habe ich denn da auch noch Speed? Ist ja witzig. Okay. Gucken wir mal, ob das dann, bist du schon fertig? Nein, bist natürlich noch nicht fertig. Ob das schneller geht? Oh ja, eindeutig. Cool. Und kommt da überhaupt irgendwas an? Da kommt gar nichts an. Da sind nur Steine drauf auf der Platte. Wow. Ich glaube, dann können wir hier wieder auch mal da reinstopfen. Schau mal. Schau dir das an, du. Okay, cool. Cool, cool, cool. Und die nehmen wir auch gleich mit und tun es auch noch da rein. Nein, nicht da. Quatsch. Da, hier, das da. Machen. Jetzt schauen wir mal schnell, ob unten die Steine voll werden. Das würde mich jetzt interessieren. Ich glaube, das sind die Steine, ne? Nee, noch nicht einmal. Was holt denn das da raus? Irgendwas passiert, wo ich jetzt gerade nicht weiß, was er tut. Der muss doch das irgendwann auf die andere Platte bringen, oder nicht? Ich bin verwirrt. Du bist Priority auch auf 1000, das passt schon. Wo tust du das hin? Wo zum Geier? Laufen die ganzen Items jetzt hin, die da drin sind? Ich habe keinen Peil. Was macht der? Der macht mich gerade kuschig. Läuft es da rein? Nö, auch nicht. Frag mich nicht. Jetzt, wenn ich Pech habe, verliere ich gerade einen ganzen Haufen, oder? Ich nehme die zwei nochmal raus, vorsichtshalber. Müsste denn das, oder sehe ich da gerade was falsch? Mache ich irgendwas total verkehrt? Insert into Network.
Ach, du inserst das ins Netzwerk, auf die hier alle drauf. Ach, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Extract insert into network, doch passt schon. Ach so. Alles klar, hab's begriffen. Glaube ich, hab's begriffen. Vielleicht. Ja, der pumpt es jetzt da rein. Der tut sie einfach nur ins Netzwerk und wenn er fertig ist, dann ist die durch. Ah. Aber ich habe keine Ahnung, wo er das Zeug jetzt hingetan hat. Wahrscheinlich einfach auf die anderen Platten. Das heißt, ich muss es jetzt mit allen Platten so einfach machen. Und wenn die fertig sind, dann ist gut, oder? Ja. Und aufgrund der Prioritätseinstellungen müsste doch hier irgendwann mal Steine auftauchen. Ja, jetzt sind mal Steine da. Cool. Gut, das funktioniert. Das machen wir mal so nebenher. Jetzt machen wir noch ein bisschen was anderes. Und bitte nicht abstürzen, Spiel, wenn ich jetzt das Ding aufmache. Aber ich brauche dich kurz. Ich brauche nämlich Energy. Ich brauche noch die Core Stabilizer, ne? Und da brauche ich Stabilizer, Essential Core Stabilizer, das ist klar. Tier 1 bis 4, simple 4 Stück. Ansonsten 9, oder? Und von allen 4 Seiten, wie es ausschaut, ja, von allen 4 Seiten, 9 mal 4 brauche ich dann, oder sehe ich das ist richtig? Advanced Stabilizer, dies ist simple 9 regular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir haben schon. Also 9. 9 und das auf 4 Seiten, oder? 1, 2, 3, 4 Seiten. Und dann brauchen wir noch die Pylone. Aber eins nach dem anderen. Jetzt machen wir erstmal die Stabilizer. Stabi. Energy Core Stabilizer. Halt nicht hier. Sondern, da war schon einer, was? Ach, ich habe da schon 4. Ah, ich habe das Rezept schon rein. Okay, ich brauche aber 9 mal 4. Oder? Ist das jetzt richtig? Der hat gesagt, 9 brauche ich, oder? Und ich brauche das auf 4 Seiten. 1, 2, 3, 4. Und die anderen 2 sind für Energy rein raus. Hoffe ich. 36 und 4 habe ich, 32 machen wir noch. Und dann haben wir es hoffentlich nicht verrechnet. Aber das geht ja ganz zügig hier. Ja, das geht ja easy peasy. Dann schauen wir mal, 36 Stück müsste eigentlich funktionieren. Dabei können wir mal kurz gucken, was unsere Platten machen. Du bist durch. Gleich. Gut, können wir die schon wieder reinpacken. Irgendwo, wo Platz ist. Und dann nehmen wir die hier raus. Und tun die hier gleich mal da rein. Ach, es arbeitet die wieder ab. Ja, okay, alles klar. Das ist auch eine langweilige Arbeit, habe ich so das Gefühl. Auf Dauer. Aber fertig. Cool. Stabilizer, dann bauen wir doch das Ding mal fertig. Und dann brauche ich noch so Energy Pylons, ne? Energy. Das ist ein Stabilizer, ein Energy Core. Die Pylons brauche ich. 2 Stück. Ach, das habe ich hier auch schon drin. Ne, das ist der Core. Was fehlt das? Moment, ich bin gerade verwirrt. Das in der Mitte. Was sind das für einer? Draconicor. Okay, machen wir erstmal Draconicor. Draconicor einmal bitte. Danke. So, dann haben wir dich. Und dann brauchen wir 4 von dir, glaube ich. Und dann gucken wir nochmal, was mir noch fehlt. Energy Pylons. Okay, wie heißt es denn doch hier? Eye of Ender 1.
Eins. Und zup. Sehr gut. Und dann brauchen wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch ein Glas. Normales Glas, glaube ich. Eins, zwei. Zwei reichen. Mein Gott, ich habe auch so viel Glas. Ach, und es ist schon wieder Nacht. Gehen wir mal kurz schlafen. Hups. Geht ja schnell mit dem Sleeping Charm. So, und die kann ich jetzt einfach irgendwo hinbauen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ein Stabilizer, bla bla bla. Einfach irgendwo. Oh. Was setzen wir für Kameraden? So, wieder schauen. Wieder schauen. Vielen Dank. Das ist ein Walter. Toll. Die Stabilizer machen wir oben, unten, links und rechts, würde ich sagen. Jetzt bräuchte ich aber ein bisschen Cobblestone zum kurz bauen. Man sollte nie ohne einen Cobblestone weggehen. Wie weit gehen wir jetzt da hoch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, würde ich sagen. Und da machen wir es dann hier so 9 auf 9, oder? Schwierig. Moment, ich bin gerade, ja, merkst du, ich bin gerade etwas, ja. 1, 2, machen wir halt so eine 3 auf 3 Fläche hier. Wo wir das Zeug dann draufbauen und dann brauchen wir es wieder weg oder so ähnlich. Ach, ist das alles langweilig, ja? Jawohl, da ist der Ring. Da ist der Ring, dann tun wir das wegmachen. Gibt es eigentlich hier auch? Ja, sehr schön. So, dann haben wir hier einen Ring. Drunter machen wir auch einen hin. Sechs Stück haben wir gesagt gehabt, gell? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und da kommt er dann hin auf die Höhe. Ich hoffe, das funktioniert, was ich jetzt da mache. Ich hoffe es wirklich. Upsa. Nein, nicht abstürzen. Da draufstellen bitte erstmal. Danke. Steine weg. Nanu. Und dann bauen wir hier wieder unser kleines Quadrat. So. Und dann stellen wir die hier drauf. Sehr schön. Kann man da? Nein, kann man nicht. Das ist ein Multiblock. Dann bauen wir den hier ab. Irgendwie funktioniert der Dings nicht richtig, habe ich das Gefühl, aber egal. So, dann haben wir hier einen. Und dann setzt man da einen hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und will gerade überlegen. Weil hoffentlich mache ich es jetzt richtig. Und da das Zeug hin, oder? Ich glaube schon. Sechs und dann hat man das Ding genau. Ja, doch, 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 passt schon, passt schon. Ich muss sie nur, weil ich jetzt gerade fliege, kann ich die natürlich wieder unheimlich gut mit Sneaken setzen, nämlich gar nicht. Deswegen so umständlich. Ach, und dann hat mein System endlich wieder Platz. Ach, ist das schön. So, vielen Dank. Mainliner, machst du bitte diesmal richtig? Ja, diesmal ging es wieder. Warum es auch vorher wieder nicht ging? Und dann setzen wir da einen hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
schwierig. Ja, und dann bin ich ja gespannt. Und wie gesagt, habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, ich werde dann versuchen, die mit 25 Millionen RF pro Tick zu füllen. Da fehlt es natürlich dann noch ein bisschen an der Vorbereitung. Also manchmal willst du mich schon ein bisschen trollen, oder? Du Mainweiner. So, und dann gehen wir hier auch 6 weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da kommt der hier hin. Und auf der einen Seite kommt das Glas oben und auf der anderen unten, oder? Nochmal kurz reingucken. Energy Pylons. To set up simply place 16 blocks of a core. Ach, wir sind 60 blocks of a core. Okay, da bin ich hoffentlich noch. Glas above or below. Relativ to the core, ja, okay. Wenn der Pylon ist über dem Center vom Core. The glass needs to be on the button. Else if the pylon is below the center of the core, the glass needs to be on the top. Und wenn ich genau auf dem Core bin, was ist dann? Dann ist es wohl egal, oder? Klink. Und jetzt kann ich da nicht reingucken. Rechtsklick. Ach so, da muss ich jetzt dann. Ah, I see, jetzt hat. Du bist das Input und so bist du Output. Alles klar. Okay. Schon langsam steige ich dahinter, wie es geht, das Spiel. So, dann versuchen wir mal jetzt wieder Mainweinen. Nein. Ach komm, du blödes Ding, ehrlich. Und dann stellen wir hier drüben auch einen hin. Ach, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da kommt das Ding hin. Und dann das Glas oben drauf. Das Glas muss also. Ja, okay. Verstanden. Passt. Und du wirst unser Output sein. Du bist der Output. Richtig. Und du bist unser Input, jawoll. Haben wir hier ein cooles Konstrukt stehen. Also ich finde schon irgendwo cool. Imposant auf jeden Fall ist es, ne? Gut. So, das ist erledigt. Ja, das hat schon was. Das hat schon was, wenn es da oben rumschwebt, finde ich. Ah, meine Platten sind durch. Sehr gut, wo war's denn jetzt drin? Hier, oder? Zap, zap, zap. Du bist noch eine volle, du bist noch voll, du bist voll. Und du oben bist auch schon wieder voll. So, dann machen wir das mal so. Bin jetzt gespannt, wo das Zeug wieder hinfließt. Also die hier müssen wir dann nochmal reintun. Und die da unten müssen wir dann alle durchjagen. Das mache ich aber dann offline, weil das ist ziemlich fad. Was ich auch offline mache, sind ein paar Rezepte. Und das komme ich. Ja. Ich will mir einen Rainbow-Generator bauen. Das gebe ich mal preis, was ich hier gerne vorhabe. Nämlich so ein Ding hier. Der Rainbow-Generator bringt 25 Millionen RF pro Tick. Den bauen wir und betreiben wir. Das andere ist, ich brauche von Ender, nein, von Draconic Evolution hier auch noch diese Basic Wyvern Draconic Energy Relays. Das, glaube ich, sind die besseren. Da müssen wir Wyvern basteln. Da brauchen wir Rezepte. Das werde ich dann auch vorbereiten. Was ist denn das? Das ist simpel. Nein, wir brauchen die großen. Wir brauchen schon das mächtige Klump hier. So, du bist das Rezept für die hier. Ach so, dann brauche ich aber das Rezept für die hier auch, habe ich gerade gesehen. Dann pumpen wir die mal hier rein. Oh, passt sogar noch. Cool.
Dann sagen wir doch mal Draconic. Wisst? Ach so, nein, halt. Ja. Wyvern natürlich. Weil wir die dann durch die Dings. Und dann nehmen wir mal ein paar. Ich meine, wir könnten das auch mit den Knödeln machen, gell? Hier mit dem Zeug. Fluxgedönse. Aber nee, das machen wir mit Draconic. Also schon, oder? Also doch. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal. Ach komm, weil wir es können. 10 Stück. Ja, dann kraft du mal hier fröhlich vor dich hin. Das dauert alles wieder ein bisschen. Gut, wenn wir am Kraften sind, geht hier die FPS auch mal gerade massiv runter. Ja, es ist gerade am Arbeiten hier alles. Und dann füllen wir den hier. Ich bereite dann die Rezepte vor zwischen dir und der nächsten Folge für die ganzen, also für den Rainbow-Generator, was der alles braucht. Ich meine, wenn wir so uns den Rainbow-Generator mal kurz angucken, besteht der aus zwei Hälften. Nämlich aus allen extra Utility-Generatoren, die es so gibt. Zwei Kämmer schon, den Magma und den Death-Generator. Den Rest bringe ich dem System noch bei, wie es bauen soll. Und dann können wir den Rainbow-Generator basteln. Und das wird cool. Und dann müssen wir das richtig aufsetzen alles, damit der richtig schön gemütlich dieses Ding da oben füllt mit 25.000 RF pro Tick. Ich finde, das ist so eine geile Ansage. Huch. Ja, und solange das Ding noch nicht läuft, oder? Laufen hier lustige Menschen rum. Wer seid ihr denn? So, weg. Muss ich hier mal kurz an zum Chor. So. Also, du bist jetzt. Was ist denn jetzt? Den kann ich aktivieren, dann passiert es endlich mal nichts mehr. Geil. Geil. Oh, das ist cool. Das schaut so cool aus. Wie schaut das von unten aus, wenn man dann im Bett liegt und schläft? Achso, das sieht man hier nicht, weil es so schnell geht. Also, wäre fast schöner gewesen, wenn die hier auch auf der Seite wären, oder? Ich glaube, das baue ich nochmal um. Ich glaube, das schaut cooler aus, wenn die alle vier so sind und dann tun wir die Pylonen oben und unten hin. Ja, das machen wir. Genau, also wie gesagt, ich bereite mal einen ganzen Haufen vor zwischen dir in der nächsten Folge, damit wir das zum Laufen kriegen. Ich werde mein System noch weiter bereinigen. Das ist ja auch so Pille-Palle-Doof-Arbeit, ne? Das brauchen wir auch nicht on-cam machen. Wissen wir jetzt, wie es geht. Die Rezepte baue ich alle rein, dass wir die Generatoren bauen können. Das da oben, die Kugel, baue ich nochmal um. Das schaut cooler aus, wenn die vier Strahlen auf der Seite sind. Also machen wir dich nochmal aus. Genau, alles klar. Ja gut, dann war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist und schaust, wie man hier so sicher, langsam aber sicher. Wir könnten mal kurz gucken, ob ich hier vielleicht aus Versehen halte. Das ist der falsche. Ja. Ob wir hier nicht aus Versehen schon ein Rarity. Nein, haben wir nicht. Da müssen wir wohl uns was einfallen lassen, dass der Quatsch hier schneller geht. Wir könnten ja die Inferium-Essenzen da reinpumpen. Theoretisch, oder? Das müsste doch gehen. Wie viel haben wir denn da drin? Ich wollte. Ach, da sind sie doch eh. 117.641. Wow. Okay. Ich glaube, wenn wir die da durchpumpen, wird man schneller an der Rarity Sticks kommen. Die könnte man doch da reinstopfen, oder? In irgendeiner Form. Kriegen wir hin. Mach mal irgendwie. Ich ziehe hier. Das ist der Back-Opener. Das muss ich aber trotz allem hier mit dem. Nee, ich muss das da reinstopfen. Genau, da muss das rein. Da muss es rein. Können wir mal kurz gucken. Ja, funktioniert. Okay. Dann baue ich da was. Dass wir das da reinkriegen. Also du, weil du auf minus 1 bist, ja, gehst du alles zuerst da rein. Alles klar. Nee, da bastel ich was, damit es aus dem System rausgeht. Ich glaube, wir brauchen momentan keine Essenzen so dringend. Wir haben alles, was wir brauchen, gebaut. Dann schieben wir den ja in den Lootback-Opener rein. Also hier in den Loot-Recycler.
Das machen wir dann über das System. Da haben wir irgendwo einen Zugriff. Könnte man von da aus machen. Dann stopfen wir das da rein, wie blöd. Und dann, genau. Werden wir hoffentlich bald eine Reality 6 kriegen und dann können wir hier mit Draconic weitermachen. Weil alles andere, ganz ehrlich, da sind wir richtig. Genau, da gehe ich rein. Mit dem Exporter ziehe ich hier rüber und dann machen wir das. Genau, aber jetzt höre ich wirklich auf. Ich laber mich schon wieder fest. Ah, ich kann immer nicht aufhören, ist schlimm mit mir. Okay, dann ja, hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und Servus.